Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Neuland, der Hochschule für Musik und Theater München. Als allererstes einen herzlichen Dank an Dan Willems. Dan ist Studierender der Musikhochschule München und das war eine Version von Yannis Xenakis' Rebond B, ein Klassiker der Schlagzeugliteratur. Von Dan gibt es später noch mehr zu hören, also bitte dranbleiben, wem das gut gefallen hat. Ich bin Michaela Friedrich und die Neuland-Diskussionsrunde ist schon in der vierten Runde, heute mit dem Thema Music Goes Digital, neue Technologien in der Musikkultur. Wir haben das ja alle kennengelernt während Corona und schätzen gelernt, die neuen Technologien in der Musik, als uns die Kultur nach Hause ins Wohnzimmer gebracht wurde. Viele von uns haben auch eine Ernüchterung erlebt dabei, als wir festgestellt haben, dass diese Kultur, die uns sozusagen aufs heimische Sofa geliefert wurde, so wie der Pizza-Service, dass das nicht vielleicht ganz das war, was wir gewohnt waren aus den Konzertsälen, Theatersälen, Museen und so weiter. Musik und Technologien, das geht für viele nicht zusammen. Viele haben da eine gewisse Scheu, wenn sie ins Theater gehen wollen, wenn sie ein sinnliches, künstlerisches, musikalisches Erlebnis haben wollen, dann können Sie sich das nicht vorstellen, dass das mit Technologie gut funktioniert. Allerdings ist Technologie natürlich allgegenwärtig in unserem Leben und in unserem Musikkonsum. Wir alle hören mittlerweile Streaming-Plattformen, also CDs sind so langsam out, zumindest bei der jüngeren Generation. Wir informieren uns über Künstler auf deren Websites. Wir gehen auf Internetplattformen von Musikerinnen und Musikern, liken das, was sie tun, schauen uns an, was sie dort auch privat präsentieren, wobei das ja auch immer eine Inszenierung ist. Und es gibt einige unter uns, die vielleicht schon ein bisschen mutiger sind und auch mal eine Virtual Reality Brille nach Hause bestellen, um sich ein Musikerlebnis noch mal auf eine ganz andere Art und Weise liefern zu lassen. Manche hören sich auch Stücke an, die eine künstliche Intelligenz komponiert hat. Auch das gibt es. Mich würde interessieren, oder uns hier in der Runde würde interessieren, was Ihre Erfahrungen mit neuen Technologien sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie im Chat teilnehmen. Das können Sie oder könnt ihr im YouTube-Chat machen. Oder ihr könnt, falls ihr keine Gmail-Adresse habt, ihr könnt auch eine E-Mail an neuland@hmtm.de schreiben und dort Kommentare und auch Fragen stellen. Es gibt auch wieder etwas zu gewinnen, und zwar verlosen wir unter den Teilnehmern 2x2 Karten für Jazz in Konzert am 10. Februar, das ist in genau einer Woche. Und wenn ich sage Jazz in Konzert an der Hochschule für Musik und Theater München, dann kann man davon ausgehen, dass es dort nicht nur die Stars von morgen zu hören und zu sehen geben wird, sondern auch Musiker und Musikerinnen, die bereits heute Stars sind. Allen voran singt da, das ist jetzt sehr schwierig, eine mongolische Sängerin mit dem sehr schwierigen Namen Erchem Balyar Enchargal, manchen besser bekannt unter Angie, Gregor Hübner, der Violinist, und Martin Zenker. Und natürlich das Jazzorchester. Also es lohnt sich, hier mitzumachen, den Kommentar zu geben, ein bisschen Ihre Erfahrungen mit neuen Technologien in der Musik zu teilen mit uns und Fragen zu stellen an diese sehr illustre Runde, die ich hier habe. Das ist zum einen Tina Lorenz. Sie ist Leiterin des Digitaltheaters Augsburg. Darüber sprechen wir später nochmal. Also es ist eigentlich das Staatstheater Augsburg und das Digitaltheater ist, wenn ich das richtig verstehe, so schon sowas wie eine eigene Sparte, kann man schon fast sagen. Dann habe ich hier Matthias Röder vom Karajan-Institut Salzburg, das leitet er und er hat 2017, glaube ich, die Karajan Music Tech Conference gegründet und beschäftigt sich seit sehr langer Zeit genau mit diesem Kern, mit dieser Kernfrage der Verbindung von Musik und neuen Technologien. Dann habe ich hier Michael Schmidt. Er ist
Koordinator bei BR Klassik, dem Klassiksender des Bayerischen Rundfunks, und koordiniert dort auch den trimedialen Bereich. Und sein Schwerpunkt ist multimediale Musikvermittlung. Das unterrichtet er unter anderem an der European Graduate School und aber auch hier an der Hochschule für Musik und Theater München. Hier gibt es nämlich neuerdings einen Studiengang Digitale Kommunikation. Und da habe ich meinen letzten Gast, Nicolas Ruth. Nicolas Ruth ist Professor für digitale Kommunikation, kann man sagen, leitet diesen Studiengang. Also eine Runde, die wirklich weiß, worum es geht, wenn man von neuen Technologien in der Musik spricht. Und ich möchte meine erste Frage an Matthias richten. Matthias, du hast die Music Tech, nee, Karajan Music Tech Conference, so heißt es, gegründet. Und ihr beschäftigt euch da wirklich seit Jahren mit allen möglichen Themen rund um neue Technologien in der Musik. Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von neuen Technologien in der Musik sprechen? Das ist ein sehr weites Feld, also von der Komposition, Improvisation, vom Musizieren bis hin zur Rezeption, zu wissenschaftlichen Themen, Publikationen etc. Wir haben versucht, mit der Karajan Music Tech Conference eine Community aufzubauen, die offen ist für jeden, der sich mit Musik und Technologie befasst und das wirklich mit Herzblut tut. Und wir sind selbst immer wieder überrascht, was da für tolle Themen an uns herangetragen werden. Vielleicht als Beispiel, wir haben vor einigen Jahren ein Berliner Startup gehabt, Mimi Technologies, die haben damals gesagt, wir haben eine App entwickelt, da kann man einen Hörtest machen und danach können wir die Musik für dein individuelles Hörvermögen angepasst dir übers Handy liefern. Und haben wir gesagt, wow, das ist natürlich mega. Und habt ihr das ausprobiert? Ja, das haben wir ausprobiert und das ist eingeschlagen wie eine Bombe, vor allen Dingen bei den Älteren, die gesagt haben, ich kann jetzt wieder Beethoven hören, so wie früher. Ja, also das wirkt, man hört nicht mehr so gut im Alter und das kann die Technologie ein Stück weit ausgleichen. Und das ist toll. Jetzt sind die sehr erfolgreich, sind lizenziert in allen möglichen Geräten und eine tolle Firma. Aber damals, als sie bei uns waren, da waren die noch ganz unbekannt. Und das macht uns sehr stolz, dass wir so ein bisschen wie ein Spürhund sind und da die neuen Generationen von Technologien finden. Wunderbar. Also das ist jetzt nur ein Bereich. Wir werden heute hier noch ganz viele anreißen. Ich möchte jetzt Tina Lorenz fragen. Tina, ihr macht ja am Augsburger Staatstheater ganz konkrete Projekte mit neuen Technologien. Kannst du ein bisschen erzählen, was da so die Palette ist, dessen, was ihr da konkret anstellt? Oh, das ist ganz schwierig, weil wir ganz viele Sachen machen. Aber begonnen hat es tatsächlich mit einem Musiktheaterprojekt. Wir haben in Augsburg schon vor der Pandemie 500 VR-Brillen angeschafft für Orfeo et Euridice von Gluck. Und das ist eine Mixed-Reality-Produktion, die wir auch wieder aufnehmen, jetzt diese Spielzeit, wunderschön. Live-SängerInnen, Live-Orchester. Und dann, wenn es in die Unterwelt geht, setzt jeder im Publikum die VR-Brille auf und erlebt eben eine Bühnenraumerweiterung, weil wir das Gefühl haben, VR ist eine tolle Erweiterung für den Bühnenraum. Und wir machen aber auch Schauspiel- und Orchesterproduktionen in VR und machen ganz viele andere Dinge auch. Gerade machen wir viel mit KI beim Brecht-Festival in Augsburg. Und wir versuchen einfach rauszufinden, was uns digitale Technologien erzählen kann und was wir mit dem Besonderen, was wir am Theater mitbringen, mit diesen Technologien zusammen auch noch theaterspezifisch machen können. Was ich da heraushöre, ist schon ganz viel auch, was in Richtung Vermittlung geht. Also es geht eigentlich dann bei diesen Technologien wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, auf das Publikum zuzugehen und neue Möglichkeiten des Erlebens von musikalischen Aufführungen zu schaffen. Genau, also wir versuchen zumindest so technologisch barrierearm wie möglich zu planen, weil wir sagen, wenn jemand im Publikum sagt, ich bin zu doof dafür, dann haben wir was falsch gemacht. Wir müssen versuchen, wirklich jeden und jede im Publikum mitzunehmen und nicht zu sagen, ja, Mai, bist halt zu alt für die Technologie, weil das stimmt nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es, was Neugier angeht, dieses neue Erleben auszuprobieren und sich wirklich mal in diesen neuen Welten zu wagen, da gibt es absolut keine Altersgrenze. Und das finden wir sehr spannend und schön, dass sich wirklich alle auch einlassen drauf. Wunderbar.
Die neuen Technologien sind ja auch eine gute Möglichkeit, tatsächlich vielleicht ein neues Publikum zu gewinnen. Du, Michael, dein Schwerpunkt ist ja multimediale Musikvermittlung, wenn ich das richtig verstehe. Also multimedial heißt dann die alten Medien und die neuen Medien, wenn ich das richtig verstehe. Also sowohl solche Ausspielwege wie Radio und so weiter, was dann die alten Medien werden, aber dann eben auch das Internet, was dann das neue Medium wahrscheinlich wäre. Welche Möglichkeiten gibt es denn der Vermittlung von Musik, also des Zusammenbringens von Publikum, von der Menschen und der Musik eben? Das gibt es da, ist das besonders geeignet, dieser Bereich dafür? Unbedingt, weil wir wissen aus der Geschichte auch, dass neue Medientechnologien immer wieder auch Brücken gewesen sind für Inhalte. Also, wie du richtig gesagt hast, die Rundfunkanstalt, für die ich arbeite, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel, hat ja eine lange Geschichte und kommt erstmal von den Linearmedien her. Erst war Radio und dann kam das Fernsehen dazu, also Audio und Video linear. Und da wissen wir natürlich, dass das Publikum eher ein älteres Publikum ist, was diese Medien nutzt. Aber mit der Erweiterung dann, und das ist ja immer so, das wissen wir auch aus der Mediengeschichte, dass nicht unbedingt das neue Medium das alte ablöst, sondern es ergänzt es eher. Wir haben das ja zum Beispiel bei den Printmedien auch, dass dann die Speicher- und Übertragungsmedien kamen, die elektronischen Medien, und jetzt haben wir eben zu den linearen Medien auch im Portfolio von BR Classic, also das Programm, für das ich da arbeite beim Bayerischen Rundfunk, eben auch eine ganze Menge im Digitalen und Online zu bieten. Und da wird deutlich, dass zum Beispiel neue Formate jetzt im Digitalen andere Reichweiten und auch andere Publika erreichen, als wir das mit den linearen Medien tun. Ein Beispiel im Bereich Podcast: 2020 war das große Beethoven-Jubiläum und wir haben da auch zum Beispiel ein neues Podcast aufgelegt mit Igor Levit und seinem Freund Anselm Sibinski. Und das hieß 32 mal Beethoven, da ging es um die 32 Beethoven-Sonaten. Und das hat wirklich tolle Reichweiten erzielt, ist auch das erfolgreichste Klassik-Podcast im deutschsprachigen Raum geworden. Und auch von der Resonanz her sehen wir, Podcast ist einfach ein Medium, das auch von jüngeren Generationen genutzt wird. Es hat eine Zeit- und Ortsunabhängigkeit, wie überhaupt diese Abrufmedien. Und also das ist zum Beispiel eine solche Brücke, die ist nicht die einzige natürlich, aber ich will jetzt nicht zu viel erstmal aufzählen, aber ich sehe da große Chancen in neuen Medientechnologien. Dann heißt es, also ein Podcast wäre dann sozusagen, würde zu den neuen Medien schon dazu zählen? Ja, also es gehört zu den neuen. Es gibt natürlich, wir haben eben schon über KI gehört und über Virtual Reality und solche Dinge. Natürlich in so eine Richtung gibt es auch Schritte schon bei uns. Also wir haben ja drei Klangkörper. Das Rundfunkorchester hat zum Beispiel auch schon mal ein Experiment mit 360 Grad immersiven Orchestererfahrung, was ihr in Augsburg jetzt auch gemacht habt mit Bildern einer Ausstellung, ganz toll. Arte hat das auch im Beethoven-Jahr gemacht mit so einer Beethoven-9. Symphonie-Erkundung, wo man sich eben nicht nur mit so einer VR-Brille visuell bewegt im Orchester, sondern wenn du dann zu den Holzbläsern gehst, virtuell, dann hörst du die, also es ist auch 360 Grad Audio, sehr aufwendig von der Audioproduktion, teuer auch. Da werden wir auch nachher ein Beispiel haben aus Augsburg. Aber das ist auch so etwas, das berührt ja dann auch schon, kommen wir bestimmt auch auf Gamification, weil du ja dich irgendwie auch spielerisch dann oder auch immersiv bewegst dann dort. Und ja, also da denke ich, sind auch über die Technologien Brücken zu neuen Publikum. Also wir merken schon, das ist ein unglaublich riesiger Bereich. Und es gibt ja jetzt diesen neuen Studiengang, Nicolas Ruth, an der Münchner Musikhochschule. Digitale Kommunikation ist das. Ist das ein Studiengang, wo es die Möglichkeit gibt, sich über diese ganzen Dinge, über die wir hier jetzt reden, einen Überblick zu verschaffen? Oder was lernt man da überhaupt? Und wer kommt zu euch? Wer kommt zu euch, um bei euch das zu studieren? Also genau das kann man, und der Studiengang hat ja eigentlich einen längeren Titel. Also das heißt digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainment-Industrie. Deswegen ist auch die Verortung hier an der Musikhochschule natürlich total passend.
Und bei uns, ich sage das immer so mit vier Säulen, das ist so, wie es bei uns aufgebaut ist. Also wir machen Kommunikation, und das heißt bei uns digitale Kommunikation, das heißt über die ganzen Ausspielwege, mit denen man heute schon mit dem Publikum, mit den Fans interagieren kann, ob das jetzt Social Media ist, ob man das jetzt aus einer Public Relations Perspektive macht, rein kommunikativ, vermittelnd, oder eben aus auch einer werbenden, aus einer Marketing Perspektive. Das ist so die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist eben die Medienproduktion. Das ist natürlich sehr verwandt mit den Medienhäusern, aber wir gehen ein bisschen davon aus, dass mittlerweile ja alle Medien produzieren, also dass das nicht mehr nur redaktionell sein muss, sondern auch, dass Firmen, Konzerthäuser natürlich selber Medien produzieren wollen, eine Hochschule Medien produzieren möchte. Das ist sozusagen der zweite Baustein, und das Ganze unterstützt durch Forschung, Erkenntnisse aus der Forschung und eben immer orientiert an der vierten Säule der digitalen Technologie. Also alles das, was wir vielleicht in Zukunft benötigen müssen. Also nicht nur hier und jetzt auf Social Media gucken, sondern was kommt denn da irgendwann im Metaverse, was kommt irgendwann auf der Blockchain, was kommt mit künstlicher Intelligenz, worüber wir alles gerade schon gesprochen haben. Und wir versuchen das alles in unserem kleinen, aber feinen Masterstudiengang zu vereinen. Und das können im Prinzip alle musikaffinen Bachelor-AbsolventInnen studieren, die aus einem Studiengang wie Kommunikationswissenschaft, Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft, aber auch aus einem künstlerischen Studiengang, aus einem Musikstudiengang studieren am Ende des Tages. Kommen denn viele Musikerinnen und Musiker angehende auch zu euch? Ja, wir haben auch einen dabei. Einen? Also das ist noch steigerungsfähig. Aber es ist die volle Bandbreite, wie wir es uns eigentlich auch erhofft haben. Und das macht das eben auch so spannend, weil so viele Menschen berührt das natürlich im Alltag oder in ihren Lieblingsbeschäftigungen. Musik, Entertainment. Und natürlich kann man das aus verschiedensten Perspektiven betrachten. Und deswegen kommen die natürlich auch aus allen anderen Disziplinen zu uns. Sehr schön. Wir wollen vielleicht jetzt mal ein kleines Beispiel bringen für das, worüber wir hier reden, beziehungsweise über einen Teilbereich dessen, worüber wir hier reden, und zwar über diese Virtual Reality Formate, die ihr habt. Du hast vorher, Tina, schon von Orfeo et Euridice gesprochen, und da wollen wir uns, das war die erste Produktion, glaube ich, die ihr in dem Bereich gemacht habt, ne? Genau, das war 2020, sollte eigentlich im Mai Premiere haben, 2020. Kam dann im Oktober. Genau, also das ist ein hybrides Format. Mhm. Das heißt, man ist in Präsenz da und bekommt dann eben diese Virtual Reality Brille aufgesetzt. Und wir gucken uns das jetzt vielleicht erstmal an und reden dann darüber. Meine Damen und Herren, unter jedem Ihrer Sitze befindet sich eine Kiste, in der Sie eine Virtual-Reality-Brille, kurz VR-Brille, finden. Sind Sie so weit, dass wir einen ersten gemeinsamen Testflug in die virtuelle Realität starten? 1, 2, 3, Brille auf! Also das sieht man schon sehr schön, wie das hier mit verschiedenen Bildsequenzen die Technik sozusagen die Technik zeigen und dann den Bildsequenzen, die das Eigentliche zeigen, das eigentliche künstlerische Ereignis, also die Musikerinnen zeigen, die Sängerinnen zeigen.
Sehr spannend. Ich möchte vielleicht nochmal diejenigen, die zuschauen, jetzt online auffordern und fragen und bitten, wenn es besondere Erlebnisse gibt mit Virtual Reality-Formaten, wäre sehr interessant zu erfahren, wie das erlebt wird. Also ich habe das einmal gemacht und ich fand das schon sehr spannend, aber es ist ganz anders als eine normale Theater- oder Musikerfahrung. Und ich würde gerne wissen, habt ihr irgendwie einen Überblick, wie das angenommen wird? Wie alt ist das Publikum? Was gibt es da für eine Generationsrange sozusagen? Mhm. Und gibt es bei dem Publikum nur die Aufforderung, dann in einem bestimmten Moment diese Virtual Reality Brille aufzusetzen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Partizipation, sag ich mal? Unterschiedlich. Also bei Orfeo ist es tatsächlich so, wir haben diesen Guide, die Marie Ulbricht, die dann sagt, so jetzt bitte alle aufsetzen, das Onboarding ist sehr explizit. Man hat auch gesehen, wir haben es wirklich auch mit explizit älterem Publikum getestet, mit unseren Theaterfreunden, um eben zu schauen, kommen ältere Leute damit klar, weil man ja auch die Brille darunter aufbehält. Und wir haben festgestellt, dass es da wirklich keine Grenze nach oben gibt. Und wir verschicken ja mittlerweile, neben dem, was wir live in Augsburg machen, verschicken wir ja 360-Grad-Erfahrungen per Post. Und man bekommt dort eine Brille mit einer Produktion drauf und muss sie nur noch anschalten. Auch das ist sehr barrierearm technologisch. Und da haben wir festgestellt, unser Publikum ist größtenteils zwischen 40 und 60. Das ist unser Abo-Publikum. Und die werden jetzt aber in einer ganz bizarren und schönen Art zu Influencern, weil die setzen dann diese Brille ihren Eltern auf, die sind über 80, und ihren Kindern, die sind so Anfang 20. Und das heißt, wir haben auf einmal mit einer verschickten VR-Brille Zuschriften von Leuten, die sagen, Mensch, früher war ich immer im Theater, jetzt Hüfte geht nicht mehr, dann hat meine Tochter mir das aufgesetzt, toll. Oder, ja, hab da was irgendwie gekriegt, ne, von meinen Eltern, war ja gar nicht doof. So. Also wir bekommen sehr unterschiedliches Feedback, aber unsere InfluencerInnen sind eben 40 bis 60, was wir super finden. Also das ist wirklich das klassische Abo-Publikum, das ihr habt. Ja, aber wie gesagt, die breiten das dann durch ihre Familien- und Freundeskreise echt aus und das ist cool. So. Mhm. Es gibt aber da noch nicht so die Möglichkeit eines Interagierens. Also was ich immer mit neuen Technologien in der Musik verbinde auch und was dann wahrscheinlich schon auch relativ weit geht, ist, wenn man die Möglichkeit hat, auch sich selbst zu beteiligen irgendwie, also zu partizipieren. Also das ist ja jetzt mehr so in Richtung Immersion des Eintauchens. Ja, ne? Genau. Ja, ja, also wir haben da auch was vorbereitet für das Interagieren. Eine Produktion, die wir gerade machen, ist Erwartung von Arnold Schönberg. Das ist eine Monooper mit einem sehr, sehr großen Orchester und einer Sängerin, das heißt, und 30 Minuten lang. Mhm. Als Bühnenwerk unaufführbar. Die Bayerische Staatsoper hat es gerade in Kombination mit Dido und Aeneas, weil es eben alleine nicht zu machen oder schwierig ist, nicht abendfüllend. Ja. Und wir haben uns gedacht, 30 Minuten ist perfekt für VR, also ist wirklich eine super Länge. Und wir machen es als Singleplayer-VR-Game. Mhm. Das heißt, man ist die Protagonistin, man schlüpft in ihre Rolle, steht am Waldrand und fragt sich, wie zum Geier bin ich hierher gekommen? Was ist hier eigentlich los? Alles ist gruselig und dann geht man in den Wald und dann fängt die Geschichte an und man muss tatsächlich selber sich das Stück ein wenig erspielen, wird ein bisschen durchgeleitet von der Musik, aber man erspielt sich die Handlung. Nur für Erwachsene würde ich unter 18 nicht empfehlen, weil wir wissen alle, es hat kein Happy End. Und deswegen, aber das ist gerade etwas, was wir gerade vorbereiten, das ist die Konsequenz aus dem, was wir gelernt haben mit unseren anderen Projekten. Es hat kein Happy Bitte? Du kannst. Okay. Also wir hören dich nicht, weil es ist Single Player und es ist kein Online-Stück. Die Nachbarn können dann, genau. Also wir liefern nicht die Noten mit. Oh, so eine Karaoke-Version. Wir denken drüber nach. Vielleicht nicht also mit Schönberg anfangen. Auf jeden Fall ist das, was vielleicht noch zu bemerken ist, das ist jetzt, was wir jetzt gleich sehen werden, diesen Einspieler, der besteht aus zwei Teilen. Das erste ist der Teaser, der zeigt, wie mit diesen VR-Geschichten, mit diesen VR-Brillen, wie damit gearbeitet wird. Es wird ein bisschen erklärt, worum es in der Geschichte geht. Und im zweiten Teil wird aber noch etwas gezeigt, was ganz wichtig ist für die Musik, nämlich wie man auch den Sound in 3D
3D, sagt man das ja, so, abbilden kann, genau. Nicht? Also das ist ein ziemlicher Aufwand, der da getrieben wird auch. Ja, und auch ein Feld, das noch so im Entstehen ist. Wir haben eine Menge, auch, also meine Tonabteilung hat selbst gebaut. Die haben dann große Gerüste gebaut, um sich selbst irgendwie diesen 3D-Klang zu erarbeiten. Mhm. Also was da an Wissen auch in den Abteilungen gerade generiert wird, ist erstaunlich. Die haben wahnsinnige Schritte gemacht in die Richtung. Das sieht man jetzt auch in diesem Zuspieler. Hallo, ich bin André Bücker. Ich bin Intendant vom Staatstheater Augsburg und Regisseur der neuen Virtual Reality-Produktion Erwartung nach Arnold Schönberg. Eine Frau in einem relativ verwirrten Zustand kommt am Waldesrand zur Besinnung, dreht wieder um, geht in den Wald, um nach ihrem Geliebten zu suchen. Und man kriegt so langsam mit, dass sie möglicherweise ihren Geliebten umgebracht hat, dass er ihr untreu war, dass es Eifersucht gibt. Und es ist sozusagen eine Reise in die Abgründe der Seele dieser Protagonistin. Auf der Bühne ist Arnold Schönbergs Erwartung wirklich schwer zu machen. Es ist ein riesiges, über 100 Personen starkes Orchester und eine einzige Figur. Es ist ein halbstündiges Werk. Wir haben natürlich nicht die Größe gescheut, sondern wir haben gedacht, wir wollen die Menschen tatsächlich in diese Perspektive bringen. Virtual Reality hat ja diesen großen Vorzug, dass man mittendrin in einer Situation ist, dass man immersiv sich in eine neue Situation versetzen lassen kann, dass man plötzlich in einem anderen Raum, in einer anderen Dimension ist. Und das wollten wir den Zuschauer nachspüren lassen. So kann man in einem Konzertsaal niemals in dieses Werk eintauchen, wie wir das in unserer VR-Produktion können. Ja, ich finde auch hier sieht man wieder sehr schön die Verbindung von Technik und dem musikalischen Ereignis, was da stattfindet. Du hast es vorher schon erwähnt, Tina, das wird als Singleplayer-VR-Game produziert. Das wird im Laufe der kommenden Saison oder der laufenden Saison jetzt herauskommen. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also es wird im Grunde genommen so eine Art Game sein? Es wird ein Game sein. Das heißt, man muss auch etwas mitmachen. Genau, man muss was machen, man spielt, man ist in dieser Welt. Wir werden das Spiel auch über die Plattform Steam vertreiben. Wir haben einen eigenen Steam-Shop gegründet, damit wir eben ein globales Publikum damit erreichen können. Also Steam, muss man sagen, das ist eine Plattform für Gamer, die wo es zum Spiele runterladen und hat auch ein vermehrtes VR-Publikum, weil das natürlich auf einer Brille funktioniert, die jetzt nicht mehr die Orfeo-Brille ist, sondern das ist eine etwas technisch modernere Brille und auf Steam ist die Gaming-Community und die lädt sich dort Spiele runter und deswegen wollen wir da auch sein. Das ist ein spannendes Experiment. Ich bin gespannt, ob es demnächst viele Fans von Schönbergs Erwartung unter den Jugendlichen geben wird. 18 plus, ich habe es neulich gespielt, es ist schon wirklich gruselig. Also, ja. Wobei die Kids sind ja heutzutage einiges gewöhnt mit den Shooterspielen und so weiter.
Okay, gut. Welches Potenzial liegt denn in solchen Formaten tatsächlich, um auch ein junges Publikum zu gewinnen, will ich dich jetzt fragen, Michael. Also ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, diese Wege zu gehen. Man wird irgendwann mal schauen müssen, also man kriegt ja Resonanzen, aber auch belastbare Zahlen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass diese Aktivitäten irgendwie auch empirisch-wissenschaftlich begleitet sein sollten, auch um zu schauen, wie können wir unsere Wege vielleicht auch noch besser weitergehen, stimmen die Richtungen. Und da ist es tatsächlich so, bei den vielen spannenden Ansätzen, die ich unbedingt wichtig finde, auch um neue Publika zu erreichen. Es gibt ja auch, du hast eben über auch Orchester, zum Beispiel haben wir jetzt das Augsburger Theater, haben darüber gesprochen, aber es gibt ja auch, ich denke an die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die auch so partizipative Projekte macht, wo man mit dem Orchester zusammen musizieren kann. Also es gibt dann so Online-Tutorials und dann kann man selber als Selfie einen bestimmten Orchesterpart einspielen und das verbindet sich dann und irgendwann, das wird dann zusammengebracht. Und also das sind alles tolle Sachen, was aber sozusagen von den Nutzungszahlen her, und das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, noch nicht so nachverfolgbar ist. Bei den Podcasts können wir natürlich sehr genau sehen, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Besser als im linearen Programmen, wo wir auf die MA, also Media-Analyse angewiesen sind, was irgendwo dann Werte sind, die über Befragungen laufen. Aber, und auch bei YouTube können wir sehen, wie viele Abonnenten und Klicks und so weiter generiert werden. Aber irgendwo ist es auch wichtig, das, glaube ich, zu verfolgen und dann auch noch zu verstärken, weil diese ganzen Experimente sind spannend anzuschauen. Irgendwann, das kostet natürlich Geld, das ist aufwendig, sowas zu machen, wird die Frage gestellt, wie ist dann die Reichweite, wie schaut es auch mit der Zusammensetzung der Nutzer zusammen, hängt also wie setzen sich die Zahlen zusammen, auch qualitativ, nicht nur quantitativ, erreichen wir wirklich die unter 40-Jährigen, die 20-Jährigen und aber überhaupt auf den Weg zu gehen und Medien auch zu nutzen und mediale Möglichkeiten zu nutzen, das ist genau der richtige Weg. Ich würde sogar sagen, alternativlos. Gibt es da vielleicht Studien dazu? Wie? Zu der Nutzung, wer schaut sich denn sowas an? Oder wer ich meine, es gibt noch nicht so viele, ihr seid da echt Vorreiter in Augsburg, aber solche neuen Formate, gibt es irgendwelche Studien oder gibt es Forschung dazu, wie das ankommt, welches Publikum das anzieht, ob es überhaupt Publikum anzieht? Weil was ich immer sehe in dem Bereich ist die Unvereinbarkeit der Generationen eigentlich. Wir haben auf der einen Seite ja die Generation des jungen Publikums, also so der Jugendlichen, die diese Games spielen, ja, die in dieser Welt zu Hause sind, und dann auf der anderen Seite das Klassikpublikum oder auch wenn man es weiterfasst, das Musikpublikum, das vielleicht doch ein bisschen älter ist insgesamt und da wenig Affinität hat. Wie bringt man das zusammen? Gibt es dazu irgendwelche Forschung, irgendwelche Studien, die, oder gibt es da noch zu wenig? Ist das noch zu wenig erforscht? Also jetzt in speziell diesem Dreiklang, sage ich mal, von irgendwie Medien, Kultur und junge Menschen, da muss noch viel gemacht werden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber allein die Einschätzung, die du am Anfang gemacht hattest, auch irgendwie mit, es hat uns ja das Erlebnis nach Hause gebracht, während Corona konnten wir mit VR-Brillen das daheim erleben und so, aber es war ja nicht dieses ganze soziale Erlebnis. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel in der jüngeren Generation ganz anders. Also das ist sehr viel normaler, schon sehr viel mehr erprobt und gewohnt, dass auch eine soziale Interaktion über diese digitalen Medien funktionieren kann. Also, dass es total normal ist, wenn man halt eben ein Konzert auch online betrachtet und irgendwie das Abfeiern im Chat mindestens genauso gut ist, wie wenn man im Konzertsaal dabei ist. So, also das glaube ich, das darf man nicht verachten, dass das irgendwie, das können wir uns vielleicht nicht mehr so vorstellen, die wir das klassisch gelernt haben, aufs Konzert zu gehen. Aber ich glaube, für eine jüngere Generation, die wissen auch das andere zu schätzen. Also ich glaube, das geht immer gemeinsam einher, es wird das andere nicht verdrängen, vielleicht ein bisschen Platz wegnehmen, aber ich glaube, das geht einher und die jüngere Generation ist das sehr offen für.
Welche Rolle wird denn das in Zukunft spielen? Matthias, du beschäftigst dich ja sehr lange mit wirklich den aller modernsten, fortschrittlichsten Formaten. Wie siehst du das? Was glaubst du, welche Rolle wird das spielen? Solche Formate, die wirklich in, ja, schon fast ins Metaverse, möchte ich sagen, also in diese Parallelwelten führen, wie es ja Games eigentlich schon seit langem auch tun. Welche Rolle wird das für den Konsum, für das Rezipieren auch gerade der klassischen Musik spielen in Zukunft? Also ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich will auch dazu sagen, wir können nicht immer nur warten, bis irgendwas vom Publikum angenommen wird. Man muss auch einfach die Dinge tun, so wie Tina das tut. Dann kommen die Leute schon nach. Ich erinnere mich, der Herbert von Karajan hat sich sehr stark für die Compact-Disc eingesetzt und hat das sehr stark gepusht. Und bei den Osterfestspielen gab es für die Förderer immer sozusagen Präsentkorb, und da waren halt früher LPs drin und dann waren CDs drin, und das war aber 1983, ja, oder 82, als das Ganze neu auf dem Markt war, und haben sich viele beschwert, haben gesagt, ja, aber wir haben gar keine LP-Spiele. Dann hat Herbert von Karajan sich hingestellt, hat gesagt, ab sofort gibt es hier nur noch Kompaktes, alles andere könnt ihr vergessen. Und dann wurde umgestellt. Und ich glaube, es braucht diese Künstler, die Künstlerinnen, die Kulturschaffenden, die sagen, wir machen das jetzt. Und es kommt das Publikum nach. Und ob jetzt VR in Zukunft eine Rolle spielen wird, das ist also in der nahen Zukunft ganz, ganz sicher. In 10, 15, 20 Jahren weiß kein Mensch von uns. Aber dann werden wir das dann Allerneueste machen. Und das ist die Idee. Lässt sich denn diese sinnliche Erfahrung eines Konzertbesuchs oder eines Opernbesuchs, ich meine, wir haben es vorher bei Dan Wilms, als er diese Trommeln gespielt hat oder diese Perkussion gespielt hat, gemerkt auch, das ist etwas sehr Körperliches, Musik, überhaupt die Schallwellen zu spüren, den Schlag zu spüren, aber auch wenn man in einem Orchesterkonzert sitzt, ja, lässt sich das überhaupt in diese Welten irgendwie übertragen? Das ist ja etwas anderes eigentlich, oder? Also natürlich ist es was anderes, aber es ist deswegen nicht schlechter oder besser, sondern es ist einfach eine andere Art, sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Ich kann eine Symphonie ganz konzentriert im Konzerthaus hören. Vielleicht bin ich da auch gar nicht so konzentriert, weil der Nachbar nebendran mit dem Hustenbonbon-Papier raschelt. Oder ich kann das zu Hause über einen Streaming-Service machen. Am Ende des Tages ist es die Auseinandersetzung mit dieser Emotion, mit diesem Kunstwerk, die das Entscheidende ist. Und ich glaube, wir können die verschiedenen Rezeptionswege nicht ordnen nach Wichtigkeit, sondern das müssen wir einfach auch dem Publikum überlassen. Und der eine möchte sich so befassen damit, die andere anders. Und das gehört für mich auch zu dem Thema Offenheit und Inklusion. Und ich glaube, das ist einfach eine wertneutrale Präsentation dieser tollen Kunst. Jetzt merken wir natürlich, wenn wir uns solche Einspiele jetzt vom Staatstheater Augsburg ansehen, dass das alles wahnsinnig aufwendig ist. Und natürlich ist es, wenn es aufwendig ist, ist es auch teuer. Und ich frage mich, welche ökonomischen Auswirkungen diese neuen Technologien auf die Musikbranche, auf den Musikmarkt haben, und möchte diese Frage gerne hier in die Runde geben. Wir haben ja die freie Szene und wir haben es auch während Corona gesehen, dass, ich meine, wenn die Staatsoper in München, die Bayerische Staatsoper, ihre Streams auf YouTube rausschickt, dann schaut sich niemand mehr irgendeinen kleinen freien Künstler an dem Abend an. Oder wir haben es bei Igor Levit gesehen. Ja, also wenn irgendwelche Stars sich hinstellen und dann dieses Medium des Internets auch nutzen oder diese neuen Medien nutzen, dann, es geht ja auch immer um Aufmerksamkeit. Es wird so unglaublich viel Musik und Kultur ins Netz hochgeladen. Und es ist eine Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Also geht da die Schere nicht sehr weit auseinander, dass dann bestimmte Künstler gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, die die Mittel einfach nicht haben? Und alles nur
im Grunde genommen auf Monopole hinaus. Ich möchte das in die Runde geben, diese Frage. Also ich sehe das eher als Demokratisierung der Kunst. Also es gibt auf TikTok beispielsweise so unfassbar tolle MusikerInnen, die klassische Musik mit modernen Elementen verbinden. Es gibt einen Opernsänger, der Operngeschichte erzählt und dabei singt. Es gibt einen Sänger, der, das ist ein Tenor, der spielt Klavier und singt die Opernarien mit neuem Text. Es gibt einen Cellospieler, der das mit Beatbox verbindet. Und man hat die Möglichkeit, auch eben als freier Künstler, freie Künstlerin, dort ein Publikum zu gewinnen. Also viel geht ja gar nicht mehr über CD-Verkäufe. Viel geht ja über das Live-Erlebnis. Weil natürlich, ich sehe die auf TikTok, da will ich die live sehen, ist doch klar. Weil es ist eben was anderes. Und das eine ist das eine und das andere ist das andere. Und das verbindet sich aber hervorragend miteinander, finde ich. Jetzt ist es aber natürlich so, dass im Internet herrscht so eine Gratiskultur. Haben wir ja auch erlebt während Corona. Ja, wir haben wirklich die tollsten Produktionen kostenlos ins Haus geliefert bekommen, auf unseren Fernsehscreen oder Laptop-Screen. Ist nicht etwas, was gratis ist oder was kostenlos ist, zugleich dann auch wertlos? Wird das nicht entwertet? Also das muss man ja auch auf zweierlei Weise betrachten. Also zum einen haben wir ja eine Entwicklung, jemand, der oder die früher 40 Euro im Jahr für Musik ausgegeben hat, weil an Weihnachten eine Kuschelrock-CD verschenkt wurde, zahlt jetzt plötzlich 120 Euro im Jahr für einen Spotify-Premium-Account. So. Also es gibt ja auch diese Verschiebung in diese Richtung, wo man sagt, okay, ich will davon teil sein, die Technologie ist jetzt so einfach für mich zu nutzen, dass ich das unbedingt machen möchte und dass Musik mir auch wieder was wert ist. Und für viele ist das ja der Einstieg. Ne? Also wie du das gerade beschrieben hast, über TikTok wird jemand entdeckt und dann sagt man, man geht dahin. Und das Gefälle ist ja jetzt also irgendwie von Virtual Reality zu sagen, ja, das ist eine hohe Produktionskoste, die kann natürlich nicht jeder Musiker, jede Musikerin irgendwie stemmen. Aber gerade auf TikTok, wo man, also in den Kulturwissenschaften spricht man häufig von so einer Bedroom Culture, also dass ich einfach auch mich präsentiere, wie ich zu Hause bin und übe und Menschen daran teilhaben lassen kann, das hat vielleicht auch einen ganz anderen Wert und, glaube ich, ist den Menschen nach wie vor wichtig. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Generationsfrage, weil das, was du beschreibst mit auf TikTok oder Twitch, ich weiß nicht, wie da der Altersdurchschnitt der Nutzer ist. Ich glaube, der wird relativ niedrig sein. Ob die sich dann interessieren für klassische Musik, klassische Schnipsel. Ja. Aber es sind diejenigen, die, wie wir vorhin gesagt haben, die 40-, 60-Jährigen der Zukunft, die bald das Opernabo haben. Richtig, ja. Die interessieren sich auch. Also gerade verbunden mit moderner Kultur, also mit eben ne, der Cellist mit der Beatbox. Also das ist ein möglicherweise respektloser, aber ein Zugang, der sehr nah ist, also der den Leuten sehr nah ist und der das eben so ein bisschen auch rausholt aus den Konzertsälen. Und es gab zum Beethoven-Jahr, gab es unfassbar viele Leute, die sich mit Beethoven auseinandergesetzt haben auf TikTok, Beethoven gerappt haben, alle möglichen Sachen mit dem gemacht haben und unfassbar viel Spaß hatten einfach, unterlegt mit Beethoven-Musik. Und warum nicht mal so einen ganz unmittelbaren Zugang schaffen und darüber eben eine Brücke bauen, oder? Ja, ich meine, das ist dann immer so die Möglichkeit, dass dann ein bestimmtes originelles, eine originelle Produktion viral wird und dann auch hohe Reichweiten erzielt. Die Frage von dir ging ja ein bisschen in die Richtung, wie schaut es mit den Verdienstmöglichkeiten aus? Und das ist nochmal was anderes. Also das eine ist, dass man wirklich tolle Sachen machen kann, ohne Vorgaben. Man ist sein eigener Kreator, Produzent, Distributeur, alles macht man selber. Aber die Frage ist natürlich, welche Reichweite erzielt man und letztendlich welches Einkommen kann man da generieren. Und da bin ich mir selber auch noch nicht ganz klar. Also der Eindruck von den, jetzt im Bereich Podcast oder so, ist eher, dass die Stars die höchsten Reichweiten erzielen. Und manche Stars, das haben wir bei Corona gesehen, die hatten auch eine gewisse ein soziales Gewissen und haben zum Beispiel in ihrer eigenen Veranstaltung, die sie im Netz gemacht haben, junge Künstler mit reingeholt, also kuratiert praktisch und denen auch
sozusagen über ihre Personality die Chance gegeben, sich zu präsentieren und eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist schön, aber ich denke mal, die Frage ist wirklich, inwieweit, also verdrängt, verdrängen solche Veranstaltungen im Netz Konzerte, die sozusagen im Real Life stattfinden, oder vielleicht ist es auch nur eine Ergänzung und kann sogar ja, gewisse Marketing-Effekte haben, also gewisse werbliche Effekte, dann wiederum für meine Auftritte, genauso wie heute Künstler, Musiker nicht mehr durch den CD-Verkauf oder durch Tonträger Geld verdienen, sondern im Grunde durch die Konzerte, die sie machen. Mhm. Und solche Effekte, das muss man dann auch wiederum sehen und untersuchen, ob die da möglicherweise dann auch sich einstellen. Tatsache ist, dass viele junge Künstler sich auf TikTok auch tummeln. Auch Dan Wilms hat einen TikTok-Channel. Und auf diesem TikTok-Channel, auf diesem TikTok-Account, den er hat, Dan, du kannst gerne dich schon bereit machen. Es geht gleich mit dir weiter. Da spielst du auf diesem TikTok-Channel auch einen kleinen Schnipsel des Stücks, was wir jetzt gleich hier hören werden. Und zwar geht es da um Nicolas Martensioff, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Das Stück heißt Chick. Da hast du 570 Views, habe ich heute gesehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ist nicht so viel. Das wird jetzt mehr. Okay, das wird jetzt mehr. Wir hören das jetzt. Boom, tack, tack, doom, tack, doom, tick, doom, doom, tick, back, boom, tick, tick, boom, daf, daf, doom. Danke, Dan. Darf ich dir das geben?
wir haben schon gemerkt, dass was du hier machst, ist eine sehr körperliche Angelegenheit. Also ich habe das vorher schon angesprochen, es gibt wirklich, man spürt das geradezu, die Schallwellen, die gerade von dem Schlagzeug ausgehen. Es gibt ja, glaube ich, auch diese Evelyn Glennie, die eine sogar taube Perkussionistin oder fast taube Perkussionistin ist, die das Schlagzeug wirklich nur aufgrund der Vibrationen im Grunde genommen spielt. Ja. Also da merkt man schon, wie körperlich das ist, überhaupt nicht digital. Welche Rolle spielen denn für dich als jungen Musiker die neuen Technologien? Ja, ich bin da irgendwie auch damit aufgewachsen. So. Es macht schon irgendwie Teil des Musiklebens auf. Aber was ich zum Beispiel beim Chick, das ist ein Stück, das ganz viel Performance braucht. Und die Musik an sich ist nicht wirklich schön. Das braucht dieses bisschen Performance und dieses kleine Spielerische bei dem Trommel. Und für mich persönlich finde ich das digital ein bisschen, diese Distanz zu der Künstler oder Künstlerin ist ein bisschen zu weit für mich. Ich finde dieses ganze Video ganz interessant, aber wenn ich es wirklich live erlebe, dann erst kann ich es wirklich genießen. Das ist nicht bei jedem Stück so, aber es gibt schon eine Begrenzung in die Sinne von Performance, weil es ist schon etwas anderes. Für dich spielen wahrscheinlich die neuen Technologien vor allem in dem Bereich eine Rolle, dass du dich als Künstler oder als angehender Künstler auf bestimmten Plattformen präsentieren kannst. Du hast ja auch einen YouTube-Channel, ich habe vorher schon gesagt, einen TikTok-Channel und viele andere Plattformen, auf denen du dich präsentieren kannst. Ist es etwas, was für dich ganz natürlich ist? Machst du das gerne oder ist es einfach nur eine Notwendigkeit? Wirklich gerne nicht so. Ich poste auch keine private Sache, weil ich poste nur Sachen über Musik, weil es ist für uns ein ganz einfaches Medium, um Werbung zu machen. Und das funktioniert auch unglaublich. Ich habe wirklich auch Angebote aus Ecke aus der anderen Seite von der Welt bekommen, nur über Instagram und so. So, es funktioniert. Was ich gar nicht mag, muss ich ehrlich sagen, ist dieses Algorithmus dahinter. Und man merkt auch langsam, dass ganz viele Künstler oder so oder insgesamt Richtung dieses Algorithmus Content machen. Und diese Tendenz finde ich ganz nicht so angenehm. Was genau stört dich daran? Was genau ist das Problem an diesen Algorithmen? Ich habe heute auf Instagram ein Bild gepostet, aber dieses Bild wird nicht so viel gezeigt wie ein Reel. Beispiel. So, ich muss eigentlich als Musiker ein Reel machen, wenn ich meinen Umfang... Ein Reel, das heißt ein kleines Video. Aber so nicht gerade, weil das wichtig ist für dieses Algorithmus. Ach so. Und das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, da gibt es eine technische Vorgabe, wie ein Video aussehen muss, damit es auch ein entsprechend Und wenn Resonanz es nicht so hat. Ist, wird es nicht so oft gezeigt. Aha. So dieses... Kreativität oder Qualität ist nicht so wichtig. Es geht wirklich über Quantität und wie oft man Sachen postet und wie groß der Feedback drauf ist. Und das finde ich nicht so angenehm. Und zum Beispiel über TikTok, ich bin damit angefangen. Ich fühle mich noch ziemlich jung, aber ich bin gar nicht in dieser Welt. Das ist für mich schon mal etwas Neues, vielleicht zu neu. Aber ich finde es für mich persönlich wichtig. TikTok hat für mich professionelles nicht wirklich etwas. Instagram, YouTube schön. Aber ich finde es wichtig, dass die Leute irgendwie die Chance haben, um Instrumente kennenzulernen. Und das ist mir wichtig, dass wir einfach nicht mitmache, die muss es noch irgendwie mitbekommen, auch wenn es nur über 500 Views ist, es ist nicht viel, aber wenn ein oder zwei dabei sind, die Interesse haben in einfach Instrumente, das finde ich schon gut. Dann hat er schon was gebracht. Ja. Danke, Dan. Wir hören später noch mal was von dir. Ja, gerne. Ja, da war jetzt ganz viel, was wir von Dan gehört haben, also zum einen dieses mit den
Technologien, die dann eher Kreativitätskiller sind, wenn sie einem zum Beispiel vorschreiben, in welchem Format man ein Video oder ein Reel oder was auch immer zu posten hat, damit es dann entsprechend Resonanz findet. Und dann auch dieses, ein Künstler muss das heute tun oder eine Künstlerin muss das heute tun, muss sich auf diesen Plattformen, ja, das könnte man böse sagen, verdingen, um irgendwelche Resonanz zu erzeugen. Wie ist denn das zu bewerten oder wie kann man das sehen? Was kann man darauf entgegnen? Naja, wenn das angepasste Kunst wird, finde ich das schon bedenklich. Also wenn ein Zwang erfolgt, nicht nur einem bestimmten Format, vielleicht sich jetzt im Quer- oder Hochformat zu filmen, sondern wenn ich anfange, mich auch in meiner künstlerischen Produktion anzupassen, bestimmten Vorgaben oder bestimmten Effekten, wo ich weiß, damit erhöhe ich meine Reichweite, dann denke ich, kann man da schon drüber diskutieren. Also, naja, dabei darf man aber nicht vergessen, dass die sozialen Medien kein Ort für Kunstfreiheit sind. Das sind private Plattformen, auf denen es User Agreements gibt und wenn man gegen die verstößt, wird man gebannt. Wir hatten mal ein Ballett und haben das auf Twitch gesendet und es gab einfach Partial Nudity, das war im Kostüm so vorgesehen. Das war schwierig, weil natürlich die Werbeträger sind diejenigen, die letzten Endes entscheiden, was auf Plattform gesendet wird und was nicht. Und da habe ich große Hoffnung in das Web 3, das Metaverse, weil das existiert gerade nur als Konstrukt, als Theorie. Da gäbe es jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, und was ist mit der Kultur, was ist mit demokratischen Prinzipien, was ist mit der Kunstfreiheit? Die brauchen wir, um dort zu existieren. Weil das gibt es einfach im sozialen Web nicht. Und das zu erwarten ist auch, geht auch an der Natur der Sache vorbei. Es sind einfach private Plattformen. Da muss man sich halt neue Wege wie das Web 3 suchen oder DAOs. Ist diese Hoffnung berechtigt? Frage ich erstmal an Matthias. Ihr habt das bei der Cariani Music Tech Conference gehabt, dieses Thema ganz groß, Web 3.0 2022, also im vergangenen Frühjahr. Ist diese Hoffnung berechtigt, dass sich das verbessern wird, diese Situation, dass da sozusagen Musikerinnen und Musiker gegängelt werden derzeit noch in dem alten Web, sage ich mal? Ja, also vielleicht mal dazu noch zu dem Thema. Ich glaube, das ist absolut nichts Neues. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Es gibt einen Markt und wer in dem Markt erfolgreich sein will, der muss sich den Marktgegebenheiten anpassen. Das hat sich seit den Zeiten von Mozart nicht geändert. Es hat sich geändert, wer darüber entscheidet, was dem Markt vorgesetzt wird. Das ist jetzt anders als früher, da gibt es neue Player. Aber vom Prinzip her, eines Verlages beispielsweise, wo eine Lektorin entscheidet, was ins Programm kommt oder nicht, das sind die gleichen Mechanismen. Es ist nur eine andere Technologie. Ich glaube, Web 3 hat, es ist so ein Schlagwort, das viel bedeutet oder auch nichts. Und was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir dann von Dezentralität sprechen. Das bedeutet, diese Art der Mittelsmänner, der sozusagen zentralen Autoritäten, das ist da auch möglich, wenn das die Community so möchte, aber technisch gesehen kann das Ganze sehr demokratisch aufgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, der Traum auch immer gewesen, als wir mit dem Internet begonnen haben, einen dezentralen Ort zu schaffen für Informationen, wo jeder frei publizieren kann, wo jeder frei seine Inhalte auch rezipieren kann und finden kann. Und diese Utopie, die lebt weiter und Web3-Leute sind da sehr daran interessiert, würde ich sagen. Ja. Und das ist eine andere Philosophie, als wir das von den sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter kennen, die sehr zentralistisch sind. Wie gehen denn, du kommst ja von der Musikpsychologie, Nick, wie wirkt sich denn so etwas, was Dan vorher beschrieben hat, denn auf die Musikschaffenden aus, wenn sie zu sehr darauf achten müssen, also jetzt mal Web 3.0 zurückgestellt, da merken wir schon, da tut sich vielleicht eine neue Welt auf, irgendwann mal hoffentlich, ja. Aber was macht das mit den Künstlerinnen und Künstlern, was macht das mit ihrer Kunst, wenn sie sich mit diesen Dingen
auf diese Art und Weise auseinandersetzen müssen. Auch wenn du sagst, Matthias, zu Mozarts Zeiten gab es das auch, man musste sich immer irgendwie an den Markt anpassen. Trotzdem, das ist schon eine spezielle Situation, finde ich. Was macht das denn mit den Menschen, mit ihrer Kunst? Also da kann man jetzt auch in viele Richtungen antworten. Also erstmal, ich hätte das eh nicht beantwortet. Ich finde auch eigentlich die Technologie, ja, das hat begrenzt. Die Karajans CD musste Beethovens 9. draufpassen. Das war der Rahmen, die eine CD uns gegeben hat. Das Formatradio gibt uns vor, wie lange auch Musikstücke sein sollten im Radio. Also das hat es irgendwie schon immer gegeben. Und ja, was macht das mit den Schaffenden? Also wir sprechen ja auch nicht umsonst in unserem Studiengang von einer Digitalkultur, weil ich auch glaube, dass das da funktionieren kann und auch ganz neue, tolle Dinge voranbringen kann. Also Technologie kann ja auch ein Enabler, ein Hebel sein und neue Dinge, sowohl in der klassischen Musik, Stockhausen, der mit vielen Technologien gearbeitet hat, aber auch in der populären Musik, irgendwie, die es einem Dinge einfacher machen, neue Dinge entdecken zu lassen. Also wir haben seit den 60er Jahren ja Musik, die extra für Abspielmedien produziert und komponiert wurde. Also das ist ja weit weg von der Aufführung. Also diese Musik ist ja extra dafür gemacht und für neue Plattformen. Und deswegen, glaube ich, geht in vielen Köpfen gerade auch das vor. Warum nicht für TikTok produzieren? Und ich mache jetzt das beste Musikstück, was in den 15 oder 60 Sekunden, die ich da habe, möglichst viele Leute abholt. Das kann irgendwann wieder verworfen werden. Und ich bin mir sicher, wenn wir die Kultur lange genug laufen lassen, die werden wieder mit den Regeln brechen. Und das werden wieder die nächsten spannenden Dinge sein. Jetzt stürzen sich vielleicht welche drauf, welche Musiker, Musikerinnen, die das für sich nutzbar machen und wirklich tolle Sachen daraus machen. Das haben wir jetzt genauso wie eben die Menschen, die vielleicht bald damit brechen werden und ganz andere Sachen rausbringen. Und auch die ökonomische Seite, also da hätte ich eben vorhin, das war ja vorhin unser Thema, hätte ich auch gesagt, also das sind ja, wir haben ja neue Bezahlmechanismen, die zum Beispiel aus dem Crowdfunding kommen, was jetzt auf Patreon stattfindet zum Beispiel. Also dass man da wirklich, ich sag mal sowas wie OnlyFans kennen vielleicht viele Leute, aber Patreon ist so eine Plattform, wo man seinen Künstler, seine Künstlerin für sich abonnieren kann und dann Special Content bekommt, so, der maßgeschneidert ist auf mich, wenn ich da eben ein Abonnement abschließe, was direkt in die Tasche von jemandem geht, der oder die da eben die Kunst produziert. Und wenn wir das Ganze dann auch noch auf Web 3 denken und wenn sozusagen mein Zugang ein NFT ist und ich das mit einem Smart Contract direkt dezentral mit dem Artist machen kann, dann habe ich da wirklich die Möglichkeit, mich damit auszuweisen und diesen besonderen Content für mich bekommen. Ob das jetzt ein Airdrop ist, wie es in der NFT-Welt heißt, oder halt eben ein Meet and Greet, ein Spezialkonzert, was andere vielleicht nicht bekommen. Dann sind das, glaube ich, neue Möglichkeiten, die Technologie bringt, das Ganze auch zu monetarisieren. Klingt sehr spannend, klingt sehr fortgeschritten. Für viele wahrscheinlich begeben wir uns jetzt auf ein Terrain, das nicht mehr so ohne weiteres verstanden wird. Ich bin auch ein älteres Semester und daher muss ich sagen, also da steige ich wirklich manchmal, habe Schwierigkeiten. Ich war ja auch bei der Karajan Music der Conference dabei, habe mir das angeschaut. Das war ja online 2022, wo es um Web 3 ging. Und ich muss sagen, ich habe zwar ein paar Sachen verstanden, aber bestimmt nicht alles. Es ist schon schwierig, denke ich, für eine ältere Generation, die einfach noch mit dieser Klassik aufwächst. Mich würde jetzt interessieren, was es für Fragen oder Kommentare aus dem Chat gibt. Und ich möchte jetzt Moritz Wolf zu uns bitten. Moritz Wolf studiert digitale Kommunikation an der Münchner Musikhochschule. Und er betreut heute den Chat. Vielen Dank, Moritz. Du hast uns ein paar Fragen oder Kommentare mitgebracht. Bin gespannt, gerne was doch. Es ist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, alle von YouTube. Da hat sich jetzt doch was getan. Und zwar fragt Hits for Akkordeon, er sorgt sich um die Rolle des Künstlers im Digitalen und fragt, wie seht ihr denn die langfristige, mit 3 Ausrufezeichen, Perspektive für die Künstler im Umfeld steigenden Technikeinsatzes? Und wie könnte man dafür sorgen, dass der Künstler nicht aus diesem kreativen Prozess gedrängt wird? Also das ist schon mal die erste Frage in die Runde. Wer möchte? Also, wenn ich darf? Ja, sehr gerne. Ich finde gerade da spannend, weil sich auch um das Ganze, was wir gerade besprochen haben, ja wieder eine neue Industrie auch formiert. Also ganz viele Startups jetzt gerade noch, wie bei uns hier an der Hochschule, auch im Wavelab. Wir haben ja so ein
Innovationszentrum, an so einen Startup-Inkubator. Da sind ganz viele kleine Firmen noch, die sich genau darum kümmern, um solche, also diese Arbeit sozusagen, die man mit Social Media hat oder die man mit wirtschaftlichen Themen hat als Künstler oder Künstlerin, abzunehmen, zu übernehmen. Also Move It zum Beispiel ist eine Plattform, die einen Austausch ermöglicht zwischen Musiker, Musikerinnen und Influencer, Influencerinnen. Also dass man quasi nicht diesen Weg selber gehen muss, sondern eine Plattform davon hat, sich auszutauschen, um so Werbebarters sozusagen zu bekommen. Werbeaustausch. Und für die Musikproduktion haben wir da AI Beats, die quasi KI-gestützte Musikproduktionen fördern und. Also das ist so, da passiert auch ganz viel drumherum, die glaube ich auch wieder Musiker, Musikerinnen oder Künstler, Künstlerinnen sein lassen wollen. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass das kein Verdrängungsprozess ist. Also wir haben Live-Musik seit ewigen Zeiten und wir werden Live-Musik auch haben, wenn man sich mal die Science-Fiction-Literatur anguckt, ist die einzige Konstante die klassische Musik. Bei Star Trek wird klassisch musiziert und zwar live und das ist der einzige Aspekt dieser Welt, der noch so ist wie die Welt, die wir kennen. Also das ist eine große Konstanze und Konstante und ich auch eine große Konstanze vielleicht, aber es ist zumindest so, dass der Künstler, die Künstlerin immer im Mittelpunkt steht, weil selbst eine KI nicht komplett alleine aus dünner Luft etwas tun kann, sondern sie braucht den kuratierenden Prozess, sie braucht den Künstler, die Künstlerin, die drauf guckt und sagt, das ist wertvoll für mich zum Weiterarbeiten, da kann ich dran anknüpfen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Prozess, der nicht komplett automatisierbar ist. Also Kunst ist nicht komplett automatisierbar, glaube ich. Mhm. Was haben wir noch, Moritz? Was haben wir noch? Wir haben lobende Worte auch noch. Nämlich Olivia kommentiert, sie findet das VR-Projekt spannend und wird es sich auf jeden Fall anschauen, wenn es möglich ist. Perfekt. Also Lob auch an Tina. Dann Jano lobt auch die Gesprächsrunde und fragt, ob es einen Weg gäbe, im Bereich der klassischen Musik generell auf mehr Interaktion zu setzen. Also was wir auch so besprochen haben, gerade mit Partizipation, Stichwort wahrscheinlich auch vielleicht für dich, Tina. Ich weiß nicht, wie macht ihr denn das? Ja, also wir haben eben, also zum Beispiel auf der Website zu bestimmten Themen immer wieder auch Kommentare oder es gibt dann schon so Chatfunktionen. Zuletzt ging es um die Frage, ob russische Künstlerinnen, also Anna Netrebko noch auftreten sollte oder nicht und dann entstehen schon auch Dialoge. So etwas Partizipatives, also wo zum Beispiel User selber mitmachen bei künstlerischen Produktionen, User-Generated Content zum Beispiel. Solche Angebote gibt es bei uns noch nicht, wie es meinetwegen die Deutsche Kammer Philharmonie Bremen, die ich eben genannt habe, macht. Oder auch, es gibt auch Sinfonieorchester Berlin, die machen auch so ein Angebot, mit dem, wo man also selber Collagen bauen kann als User aus Material, das das Orchester zur Verfügung stellt. Das wären so Richtungen, die sicherlich auch noch ausgebaut werden könnten in Richtung Partizipation oder eben Mitwirkung. Was den Dialog anbelangt, da denke ich mir, also auch was Nick gesagt hat, tatsächlich ist es ja so in den Spielewelten, dass sehr viel soziale Interaktion auf Discord oder auf solchen Servern stattfindet und dass da auch manchmal das leichter funktioniert als im Real Life, weil gewisse Barrieren sind nicht da. Ich kann zu Hause bleiben, ich habe vielleicht heute keinen so guten Tag, habe mich nicht rasiert, sehe nicht so gut aus oder so, aber kann trotzdem in meiner Community sozial munter interagieren. Also das hat auch für das Soziale, glaube ich, durchaus Vorteile. Was anderes ist es, aber das ist auch eine auch schon ältere Frage, auch schon mit den Aufzeichnungs- und Linearmedien, was zum Beispiel die auratische Qualität anbelangt, wirklich eines an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit zu sein, wo etwas geschieht mit anderen Menschen. Das ist sicherlich eine andere Qualität, aber auch da würde ich sagen, das eine verdrängt nicht das andere, sondern wie in dem Medienbaukasten, wie der Medienwelt ergänzt. Es ist eigentlich eine Art von Erweiterung und wir haben ja eben auch gesehen, Künstler müssen sich nicht unbedingt anpassen mit ihrer Kunst, sondern sie können die Medien auch als kreative Erweiterung benutzen. Das heißt, ich überlege mir jetzt nicht, um größere Reichweite zu erzielen, dass ich
Abstriche an meinen künstlerischen Intentionen mache, sondern ich gehe ganz gezielt auf TikTok zu und mache eben etwas mal für 90 Sekunden oder mache etwas für ein bestimmtes Frame. Ja. Ich meine, bei der CD war das so, die Beethoven 9. konnte man ein bisschen schneller spielen, dass sie vielleicht noch oder interpretieren auf die CD draufpasst. Das wäre auch so eine Art von Anpassung. Manchmal hat das vielleicht ganz tolle ästhetische Resultate, auch dass die Tempi etwas angezogen wurden, gebracht. Aber das ist noch ein Trägermedium gewesen, was nicht unbedingt der kreativen Nutzung diente. Mhm. Ganz anders ist mit der Digitalisierung bei den Laptops zum Beispiel, wo man ja sehr früh mit anfangen konnte, eigene Mixturen, zum Beispiel die schöne Kunst des Mixens, einfach technisch jeder, der ein bisschen sich technisch auskannte, konnte seine eigenen Geräuschcollagen oder Klanggeschichten bauen. Ja, das sind ganz andere kreative Potenziale, als die reinen Träger oder Übertragungsmedien uns gebracht haben. Und da sehe ich große Potenziale. Und man kann auch Sachen, die nicht als partizipativ angelegt sind, zu partizipativen Sachen machen. Wir benutzen unsere Konzerterfahrung, Bilder einer Ausstellung, die wir mit mehreren 360-Grad-Kameras gefilmt haben, in Schulen in einer speziellen Version, um Dirigierworkshops zu machen. Die kriegen die Brillen auf die Kinder, sind dann der Dirigent, weil sie, die Kamera ist genau da, und dann dirigieren sie die Augsburger Philharmoniker unter Anleitung. Und man kann zeigen, was ist eine symphonische Orchesteraufstellung. Wir suchen Instrumente, wir suchen MusikerInnen da drin. Und das ist eine wahnsinnig lebendige, partizipative Schulerfahrung dann, die man so im Konzert, also die man eigentlich auf der Probebühne so nicht machen könnte. Mhm. Weil wenn dann zwei Schulklassen da rumwuseln, das mögen die MusikerInnen, wenn die konzentriert arbeiten müssen, ist das eine schwierige Kombination. Aber so funktioniert das hervorragend. Es ist toll, du kannst ja mit diesen Möglichkeiten der Immersion, kannst du eben auch in eine Bilder einer Ausstellung Aufführungen mit einer Schulklasse kannst du hineingehen, du gehst zu verschiedenen Instrumentengruppen, lernst das Orchesterwerk sozusagen aus verschiedenen Perspektiven spielerisch immersiv kennen, und dann gehst du natürlich ganz anders in die Aufführung rein, wenn du es dann sozusagen in der Ganzheit siehst. Das ist so wie bei einem Bild, dass du ganz nah rangehst und bestimmte Stellen siehst, wie die Farben verteilt wurden, wie die strukturiert waren. Dann siehst du das Ganze natürlich nicht, dann trittst du wieder zurück und erlebst das Ganze viel differenzierter, und das ist ein ganz anderes Erleben. Und Erleben ist eben auch für Vermittlung, also jetzt spreche ich mal von dem, was mich besonders interessiert, eben sehr wichtig. Nicht nur verstehen, sondern auch erleben. Und für das Erleben bringen diese neuen digitalen Techniken so viele tolle Möglichkeiten. Moritz, du studierst ja digitale Kommunikation. Genau, richtig. Also du studierst in dem Studiengang von Nick. Wie ist das denn für dich? Wir haben ja eine junge Stimme schon gehabt, also eine Studierenden von Dan Wilms, der also Schlagzeug, ein künstlerisches Hauptfach studiert. Du kommst aber auch vom Klavier her. Ich habe auch. Jetzt hast du dich entschlossen, digitale Kommunikation an der Hochschule zu studieren. Warum? Was interessiert dich denn da an dieser Verbindung? Was interessiert mich? Also ich bin auch richtig eingetaucht in die Klassik-Bubble, sage ich mal. Ich habe richtig jeden Tag 6 Stunden geübt, auf Wettbewerbe vorbereitet. Es war so ein Prozess einfach. Nach und nach bin ich dann auch letztlich zur Relevanzfrage gekommen irgendwann. Ich habe mich gefragt, für was übe ich jeden Tag so viel? Warum? Ich habe auch einen ziemlich Druck verspürt, irgendwie einen Leistungsdruck irgendwie auf mir selber gemacht. Und auch was Wettbewerbe und Konzerte und so mit sich bringt, hat man einen gewissen Druck. Und trotzdem hatte ich so irgendwann das Gefühl, das ist so ein bisschen entkoppelt auch von meiner Generation jetzt. Und so ein Anliegen, das ich auch jetzt spüre, ich möchte diese künstlerisch-ästhetische Qualität auch meiner Generation irgendwie vermitteln. Und genau, das war dann letztlich ein Grund, warum ich langsam, auch durch Corona war ein Faktor auch, aber ich bin dann, habe mich eben entschieden, eben neue Wege zu gehen, meinen Horizont irgendwie zu erweitern. Und bin dann auf der Website von der Musikhochschule auf den Studiengang gestoßen, fand das spannend, habe da die Kurse so angeschaut und mich dann entschieden, mich zu bewerben und den zu machen. Und aktuell, also ich muss sagen, ich bin auch ziemlich zufrieden, weil ich schon echt spannenden Input schon bekommen habe. Und ja. Also du kommst eigentlich auch von der Musik her und siehst in diesen neuen Technologien tatsächlich eine Chance, da auch das voranzubringen, also, diesen ganzen Bereich. Ich habe schon vor meinem Master ein bisschen auf YouTube, auf meinem Kanal halt Videos veröffentlicht. Ich habe zum Beispiel einfach auch die Sachen, die ich erlebt habe, jetzt so in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch bei so einem klassischen Klavierstudium, wo viel passiert, auch weniger gute Dinge, in Wettbewerbssituationen, wo eine gewisse Korruption gern Thema ist. Ich habe diese Themen auch, sag ich mal, wirklich aktiv angesprochen und auch, sag ich mal, für mich selbst verarbeitet, auch in Form von Rap und Klassik zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel den
Künstlernamen MC Rachmaninoff gemacht und habe dann den Komponisten Rachmaninoff eben mit Rap zusammen bekommen. Und genau, das habe ich schon vor dem Master gemacht. Das heißt, es ist schon ein Interesse, das ich da hatte irgendwie und das ich jetzt durch den Master irgendwie weiterentwickeln kann in Sachen eben digitaler Medienproduktion, auch in journalistischen Handwerkszeug, was wir jetzt bei Michael lernen, in Formaten in der Praxis. Und deswegen bin ich auch echt zufrieden mit meiner Wahl letztlich. Mhm. Ich spüre halt schon diese zwei Fronten irgendwie, also eben diese Klassik-Bubble, die auch, wie Nick zum Beispiel erzählt hat, bei zeitgenössischen Komponisten, die gar nicht bereit sind, eigentlich ihre Kunst zu vermitteln, die dann sagen, ja, kein Bock drauf, so ungefähr. Aber ich finde das total den falschen Weg und ich finde auch, dass da immer noch so vielleicht eine kleine Überheblichkeit mitschwingt. Man muss eigentlich vom Ross runter und auf Augenhöhe mal mit den Leuten reden. Also die neuen Technologien helfen dabei, sozusagen diese Distinktion, die es immer noch manchmal gibt, oder dieses Distinktionsstreben, das es immer noch manchmal gibt im Klassikbereich, ein bisschen zu überwinden. Sagt ein Digital Native, Moritz Wolf. Hast du uns noch etwas mitgebracht aus dem Chat? Ich hätte noch eine Frage dabei. Eine Frage, dann wollen wir die noch abarbeiten. Dann wollen wir die abarbeiten von Horst Schranz. Und er fragt, wahrscheinlich an dich, Tina, gerichtet, ob ihr Interesse an Videogames und VR auch aus der privaten Nutzung entspringt oder ist es eher ein professionelles Interesse, um auch junges Publikum gewinnen zu können? Also, das kommt schon. Ich hatte eine wilde Jugend im Chaos Computer Club. Ich komme aus Berlin und bin irgendwann mit 18 so in den CCC rein diffundiert. Und meine ganzen Freunde sind irgendwie Nerds. Und das war aber immer schwierig, weil ich wusste schon immer, ich mache Theater. So, und habe dann auch Theaterwissenschaft studiert. Und das war immer so, meine Computerfreunde gingen nicht mit ins Theater, weil das fanden die langweilig. Meine Theaterfreunde haben gesagt, Computer, nee, wir lesen lieber Bücher. Und das heißt, ich musste mich dann irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich entscheiden zwischen der einen oder der anderen Welt. Und dann habe ich auch mal irgendwann digitale Kommunikation gemacht, nämlich in Nürnberg. Das war so der erste Anfang, wo ich gemerkt habe, da gehen ja zwei Interessen zusammen, die lange, lange, lange nicht zusammengehen. Und vielleicht erlebe ich es noch so, bevor ich sterbe, dass das Theater und die Technikwelt sich mal so annähert. Vermutlich so kurz, bevor ich sterbe. Und dann kam eben Corona und dann ging es auf einmal, das war so der Katalysator auch für diese Branche, die dann ganz oft haben Häuser sich dann hingesetzt und gesagt, ja, wie erreichen wir denn jetzt unser Publikum? Ja, wir haben irgendwie Facebook noch. So, alles war ja zu. Und das hat so den Impetus gegeben, wirklich nochmal, dass die gesamte Branche sich auch da angenähert hat. Und jetzt hier in Augsburg kann ich das erste Mal alles sein, was ich bin. Und das ist aber ganz selten, weil meine Stelle haben wir in Augsburg neu geschaffen. Die gibt es auch einfach an nicht so vielen Häusern. Und ich hoffe aber gerade, dass es im universitären Bereich und im Hochschulbereich jetzt massiv in der Bildung auch losgeht, weil ich brauche den Nachwuchs. Also wir brauchen diese Leute. Wenn ihr digitales Theater machen wollt, da ist jetzt Möglichkeit meldet da. Euch über den Chat. Nee, also das ist wirklich wichtig, dass da auch Leute nachkommen, ebenso wie du. Ich finde das super, was du machst, wirklich. Ja. Also ich von so einer jungen Perspektive, ich kann nur sagen, mega gut. Und es sollte viel mehr noch so solche engagierten Leute wie dich geben, die da wirklich auch neue Sachen reinbringen. Komm doch mal nach Augsburg. Ich komme gerne nach Augsburg. Ich habe in Augsburg auch studiert. Ich kenne das auch. Bitte nicht nur Moritz, sondern meldet euch über den Chat, über die Mailadresse. Es wird alles an Tina weitergeleitet. Sehr gut. Tina, du hast vorher schon KI angesprochen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufs Gas drücken, weil uns die Zeit davon läuft. Das Thema ist einfach so uferlos. Ein großer Hype momentan ist ChatGPT. Und ihr arbeitet ja mit dieser künstlichen Intelligenz. Es gibt momentan in Augsburg das Brecht-Festival. Und ihr habt einen Brecht-Bot erstellt, das ist also mit dem, ihr arbeitet mit dem Brecht-Festival zusammen und dieser Brecht-Bot beantwortet Fragen sozusagen aus der Brecht-Perspektive. Man kann so Brecht fragen, man kann Bertolt Brecht eine Frage stellen, ich würde das sehr empfehlen, ich habe Bertolt Brecht heute eine Frage gestellt, ich habe ihn gefragt, was hältst du von neuen Technologien in der Kultur? Daraufhin erschien da so ein kleiner Button, er dachte sehr lange nach und dann kam Folgendes. Ich denke, dass neue Technologien in der Musik ein großartiges Werkzeug für Kreativität und Ausdruck sein können. Sie können Musikern neue Möglichkeiten eröffnen, neue Klänge und Texturen zu erforschen und zu schaffen. Man darf jedoch nicht vergessen,
dass die Qualität der Musik immer noch von den Fähigkeiten und der Vorstellungskraft des Musikers abhängt. Technologie kann eine große Hilfe sein, aber sie kann niemals die menschliche Note ersetzen. Sehr diplomatisch. Ich weiß nicht, ob Bertolt Brecht wirklich so diplomatisch gewesen ist. Das ist jetzt natürlich eine Texterstellungssoftware, die das geschrieben hat, nachdem sie mit Brecht Texten gefüttert wurde wahrscheinlich? Das ist tatsächlich vortrainiert und nur als Brecht verkleidet, deswegen okay. Ist der so höflich. Ja. Brecht wäre nicht so höflich. Eben, habe ich mir auch schon gedacht. Aber er hat Recht, der Brecht. Ja, total. Brecht hat Recht. Brecht genau. hat Recht. Es gibt aber auch natürlich KIs, die mittlerweile komponierende KIs. Und man kann sich das anhören, manche haben es vielleicht auch schon getan, von euch, von Ihnen. Bei Popsongs, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Es gibt eine Sängerin, die heißt Darian Southern, das habe ich mir angehört, was die so macht. Die macht also Songs wirklich mit dieser KI, die sind gar nicht schlecht, finde ich. Es gibt das aber auch in der Klassik. Und da hast du, Matthias, warst du an einem Projekt beteiligt. Es wurde nämlich die 10. Symphonie von Beethoven fertig komponiert, nach den Skizzen von Beethoven. Du hast uns einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Kannst du uns sagen, was wir in diesem Ausschnitt hören werden? Das ist ja, eine Minute gerne, nur. Gerne. Wir hören eine Minute aus der 10. Symphonie. Das beginnt mit Musik, die Beethoven selber aufgeschrieben hat in seinen Skizzenbüchern. Und an einem Punkt geht es dann über in KI-generierte Musik und ihr könnt zu Hause an dem Bildschirm mal versuchen rauszuhören, wo das ist. Wir hier auch. Die wir hier auch. Also ein bisschen auf den Timer unten links gucken, wo wir sind und ich sag dann, bei welcher Minute oder Sekunde das Ganze zur KI wird. Gut, das hören wir jetzt. Was meint ihr? Also du hast es mir vorher schon verraten, deswegen ich sage jetzt ja, nichts. Okay, genau, aber gerne an die anderen die Frage, hat es jemand erraten oder glaubt gehört, oder? Es erraten zu haben? Ja, ihr habt es alle schon gehört, ja. Genau. Ja. Okay. Also ist tatsächlich... Ich hätte einen Tipp, aber ja, sag du? Also, wo dieser verminderte Akkord so ausgeschlachtet wird, sage ich mal. Nach wie lange Zeit das würdest so du sagen? Das ist ziemlich gegen Ende. Aber, ja, wahrscheinlich ja. Ist schon früher, aber... Ja, es ist eigentlich so in dieser Version jetzt so bei 5 Sekunden. Also es sind wirklich nur 4, 5 Takte Beethoven und dann kommt KI-generiertes Material. Mhm. Und ich glaube, unser Projekt ist insofern besonders, nicht weil wir eine KI gebaut haben, die jetzt Beethoven ersetzt, sondern es zeigt exemplarisch, wie die KI eigentlich kreativ genutzt wird. Denn unsere KI... hat Material produziert, wir haben verschiedene KIs gebaut. Wir sprechen immer von einer KI, es sind in Wirklichkeit 4 oder 5 gewesen. Und mit diesem Material hat dann eine Gruppe von Experten gearbeitet. Und wir haben also menschliche Experten gehabt, die mit dem Material umgegangen sind, die mit der Maschine sozusagen interagiert haben, die in dem ganzen Prozess des Trainings, der Verbesserungen der Algorithmen ein integraler Bestandteil waren. Und das ist das, was wir immer uns vorgenommen haben, neue kreative Tools zu bauen. Und dass uns das dann nach sehr viel und langer und harter Arbeit, steiniger Weg und auch viele Rückschläge dann doch so gut gelungen ist, das hat uns dann alle sehr stolz gemacht. Aber der entscheidende Punkt ist für uns gewesen, wir wollen ein bisschen die Tür aufstoßen in diese neue Art des kreativen Arbeitens. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Künstlerinnen und Künstler, die zuhören.
eure Jobs werden nicht ersetzt, sondern die verändern sich. Genau. Und ihr werdet kreativ sein mit dem Computer auf eine Art und Weise, die jetzt noch fremd erscheint. Aber in 10, 15 Jahren ist das überall. Und ihr werdet das ganz normal machen, so wie heute Fingersätze für die Klaviersonate gefunden werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Also das war jetzt, ja, bitte. Sorry. Nein, kein Problem. Darf ich ganz kurz fragen, wenn wir da schon dabei sind, war die Besetzung vorgegeben oder hätte es passieren können, dass die KI am Ende auch noch einen Chor reinschmeißt? Nee, also... gute Frage. Also das Interessante ist, wir haben eine Herangehensweise gesucht, die auch sehr wissenschaftlich ist. Das heißt also computerwissenschaftlich, aber auch musikwissenschaftlich. Und wir haben uns zusammengesetzt mit dem Beethovenhaus in Bonn. Wir haben zusammengesessen mit Experten an der Harvard University, an anderen Universitäten und haben in die Skizzen geguckt. Und Beethoven hat mit dieser 10. Symphonie eigentlich sowas wie einen Gegenentwurf zur 9. machen wollen. Und das hat uns, im Grunde genommen war es nicht so gut fürs Projekt, weil jeder erwartet die 10. so bombastisch und noch größer als die 9. Aber Beethoven wollte es eigentlich sehr innig haben und so quasi religiös. Ja. Okay. Und deswegen war von Beethoven an einer Stelle, hat er geschrieben, den Choral Herr Gott, dich loben wir, wollte er umsetzen. Und das hat natürlich einen Chor impliziert. Aber das war für uns technologisch nicht möglich. Wir konnten keine KI bauen. Das Orchestersatz mit Bläsern, dann kam der Choral, glaube ich. Ne? Ja, das also die Idee Ende, ne? war im Grunde genommen, dass für einen großen Chor so, schon so ähnlich wie in der 9. Ja. So. Und das haben wir dann nicht umsetzen können, einfach weil die Technologie nicht an dem Punkt ist. Oder damals war, jetzt schon. Und wir haben dann gesagt, und da hat der Walter Wertshuber, der Komponist bei uns im Team, den genialen Einfall gehabt, der hat gesagt, Beethoven hat nie für die Orgel komponiert, aber die Orgel ist ein sehr spirituelles Instrument, wird mit dem religiösen Ort verbunden. Warum nehmen wir nicht eine Orgel mit rein, die dann diesen Choral spielt? Und das konnten wir dann umsetzen, weil natürlich die Orgel spielt Noten und singt keine Texte und das ging. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn die KI auf die Idee gekommen wäre. Genau. Ja, wir haben eine, das sage ich noch schnell, wir haben eine Orchestrierungs-KI auch gebaut, die dann den MIDI-Datensatz genommen hat und dann aufgeteilt hat auf die Instrumente. So. Das hat aber nicht gut funktioniert. Da war einfach die Zeit dann am Ende zu knapp, der Trainingsdatensatz auch nicht ergiebig genug. Und das ist jetzt was wir dann in der neuen Iteration dann vielleicht umbauen können. Aber da sind sehr interessante, wenn man es mal so sagen will, Ideen bei rausgekommen. Okay. Aber ich finde, man hört schon, wenn ich was sagen darf, einen ästhetischen Quantensprung bei der Produktion, wenn ich das vergleiche mit dem, was vor einigen Jahren Huawei mal gemacht hat mit der Unvollendeten von Schubert. Das Resultat, das war natürlich auch ein Komponist, der da dann mitgearbeitet hat, aber längst nicht der Aufwand, den ihr betrieben habt, mit also einem richtigen Stab von Wissenschaftlern. Und das Resultat, ich weiß nicht, ob jemand das von euch gehört hat, es klang eher wie Filmmusik John Williams als wie Schubert, was dahinter herauskam. Mhm. Und ich denke, das, was du sagst, dieser Aufwand, der betrieben wurde, dass man wirklich mit Musikern arbeitet und quasi die KI als wie eine Art Assistenz auch benutzt, das bringt wirklich einen Fortschritt vielleicht auch in die, also ästhetisch in die musikalische Produktion herein. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also man muss eben, der Mensch ist eben nicht ersetzbar und man muss einen Aufwand betreiben, um ein solches Resultat zu erzählen, wie ihr es erzielt habt. Ja, vielleicht darf ich einen Satz noch sagen. Aber selbstverständlich. Nur ganz kurz, bitte. Weil ich glaube, das, was du ansprichst, stimmt total. Und da haben wir zu danken den Leuten, die Idee dazu hatten. Das ist nämlich nicht eine Idee, die ich hatte oder einer aus meinem Team, sondern das war jemand bei der Deutschen Telekom, der gesagt hat, wir wollen zum Beethoven-Jahr was Besonderes machen. Da gibt es doch diesen Röder, der da über Daten und Musik geredet hat bei uns. Kann man mal sowas probieren? Also die hatten den Mut, das zu machen. Und der Tim Höttges und der Michael Schuld von der Deutschen Telekom, die haben dann auch die dementsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt. Und das war ganz großartig. Mhm. Weil das braucht dieses Commitment von jemandem, der dann auch sagen kann, wir machen das, wir ziehen es durch, egal was da kommt. Mhm. Und dann hatten wir mit dem Beethoven-Orchester auch ein tolles Orchester, was das gemacht hat. Der Dirk Kaftan hat sich da reingekniet. Und die Musiker haben dann bei dieser Aufnahme mit Herzblut das Ganze musiziert und das spürt man dann einfach. Mhm. Und das ist also einfach ein großartiges Team gewesen. Ja.
Also man merkt daran schon ein tolles Projekt, wo es den Menschen aber nicht überflüssig macht, sondern wo es ihn braucht und wo vielleicht von Menschen tatsächlich die kreativsten Impulse in dieser ganzen Geschichte kommen. Wir sind schon mit unserer Zeit über der Zeit und darum möchte ich jetzt hier in die Runde um ein Schlussstatement bitten, vielleicht einfach so ein bisschen zu der Frage, welche Chancen sehen wir in der neuen Technologie für die Musik, für die Musikbranche und gibt es Risiken, denen man aus dem Weg gehen sollte, wie eventuell in einem Satz, wenn es geht oder höchstens zwei. Wer möchte anfangen? Ich Moritz, du darfst auch, wenn du möchtest. Ja? Ja, für mich vor allem also so der Trend, weil wir über TikTok gesprochen haben und so, eigentlich immer dieses maximal komprimieren, konsumieren, viel konsumieren, nebenbei konsumieren, dass auch die Qualität wieder geschätzt wird, dass man sich tiefer in was hineinversetzt. Das ist so auch so ein Bedürfnis, das ich irgendwie spüre, dass man wieder Leuten das schmackhaft machen kann, auch trotz allem verkürzen und komprimieren, dass man eben wieder auch längere Formate irgendwie genießen kann, mal eine halbe Stunde sich vertiefen kann und so weiter. Das würde ich so als Risiko sehen, dass das halt zu krass verflacht irgendwie. Mhm. Aber ich denke, dass Leute auch bereit dafür sind, sich tiefer mit etwas zu befassen, auch jüngere Leute, wenn man ihnen eben wirklich offen begegnet und sie auf Augenhöhe anspricht und auch attraktiv und lebendig irgendwie Dinge aufbereitet und nicht so sehr irgendwie, ich weiß nicht, bei Formaten ist mir das aufgefallen, wo man so Richtung Fact und Name-Dropping so abgleitet, sage ich mal, sondern dass man eher wirklich schaut, was interessiert mein Publikum, was interessiert meine Zielgruppe, wie kann ich die catchen und wie kann ich was attraktiv machen, ohne die Qualität einzubüßen. Das wäre so. Perfekt, vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben ganz viel darüber gesprochen, was man als Musiker, als Musikerin muss und was sozusagen diese Technologie bringt. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, den Spaß nicht dran zu verlieren. Wenn einem TikTok keinen Spaß macht, oh Gott, bitte lasst es. Also ihr müsst ja nicht. Aber vielleicht entdeckt man, dass es wunderbar Spaß machen kann. Und wir versuchen in Augsburg tatsächlich Dinge zu machen, die uns selber begeistern und Spaß machen. Und das kann ich nur jedem und jeder raten, weil Technologie kann total freudebringend sein als Werkzeug und als Tool. Und diesen Spaß zu entdecken, das würde ich mir wünschen für uns alle in den nächsten 10 Jahren. Das kann man in Augsburg am Staatstheater ganz wunderbar tun. Michael. Ja, also ganz kurz für die Vermittlung. Ist mein Wunsch und ich glaube, dass es da einen sehr weiten Horizont gibt und sehr viele Möglichkeiten, auch ein bisschen in Richtung von dem, auch was Moritz schon gesagt hat, dass digital Kommunikation und Inhalt eine Allianz eingehen sollten und dass man das immer zusammen denken und angehen müsste und dann kann da im besten Sinne Edutainment rauskommen, aber es können vielleicht auch wirklich vertiefende neue Formate entstehen, also die auch inhaltlich orientiert sind und trotzdem so attraktiv und authentisch, dass sie eben auch, ja, jede Generation erreichen. Wunderbar, danke. Matthias. 2 Sätze. Also der erste Satz ist, wir kommen, glaube ich, jetzt in ein Zeitalter, goldenes Zeitalter der Kreativität. Ja? Und die Technologie ist da extrem wichtig. Und deswegen sage ich, wir sollten die Angst verlieren vor dem Thema. Wir sollten einfach unsere Ideen umsetzen und die Technologien nutzen, die da draußen sind. Auch manchmal so an die jungen Leute gerichtet, vergessen, was die anderen sagen und denken und sein Ding machen, ist, glaube ich, jetzt möglich und das sollte jeder tun. Und wer sich für das Thema KI interessiert, dem sei Karajan Music Tech Conference in Salzburg. Wann? Im März. 15. März in Salzburg. Freuen uns auf alle Nerds, Hacker und sonstige Verrückten, die zu dem Thema was lernen wollen oder beitragen wollen. Wunderbar, danke. Nick? Ja, da muss ich mich anschließen. Also ich habe Bock. Ich glaube, jetzt gerade passiert richtig viel und es wird immer schneller. Und jetzt ist der Moment, sich damit schon auseinanderzusetzen, den Führerschein für morgen zu machen und das Ganze eher wie einen weiteren Pinsel im Köcher zu betrachten und damit später kreativ sein zu können. Vielen Dank. Ich danke allen Gästen in dieser Runde. Dank an Tina Lorenz vom Staatstheater Augsburg Digitaltheater, eine eigene Sparte kann man schon sagen, Michael Schmidt, Musikvermittlungsexperte und zwar der multimedialen Musikvermittlung, Matthias Röder, Leiter des Karajan Instituts Salzburg und der Karajan Music Tech Conference, auch Gründer.
Und Nicolas Ruth, Leiter des Studiengangs Digitale Kommunikation an der Hochschule für Musik und Theater München. Ich danke Moritz Wolf für die Betreuung des Chats und für seine Kommentare. Ich danke dem gesamten Team der Münchner Musikhochschule. Hier möchte ich nur zwei Namen nennen, stellvertretend für alle anderen. Es waren viele daran beteiligt, aber Ricarda Ott für die Organisation und Gerhard Breindl für das Technikteam der Veranstaltungstechnik. Dank auch an alle diejenigen, die zugeschaut haben, die im Chat teilgenommen haben. Sofern jemand von denjenigen, die zugeschaut haben oder am Chat teilgenommen haben, Interesse hat an diesen Karten, was ich sehr glaube, dann bitte die Daten nicht über den YouTube-Chat schicken, sondern über die E-Mail-Adresse neuland@hmtm.de. Ja, jetzt bin ich mit meinem Dank eigentlich, glaube ich, bei allen. Ich habe, glaube ich, hoffe ich, niemanden vergessen und würde dann jetzt zuletzt noch gerne Dan Wilms danken, der den Abend beschließen wird mit einer Performance. Er wird spielen von Philipp Glass aus den Glassworks das Opening. Einen schönen Abend wünsche ich allen, die teilgenommen haben. Und Dan Wilms, die Bühne ist deine.